So. Wir gehen einfach nach draußen und begnügen uns der freudigen Nachbarn. Na, Kollege, wie ist das Leben? Der hält aber ganz schön was aus, ja? Der Freund Blase. So, was haben wir hier noch so? Alter Schwede, hier rennt ja einiges rum. Bam! Oh. Ich kann mich nie mal von Weitem nähern. Warte mal. Der hat den Klüberblatt gemacht. Schweig dich aus. Was ist das denn, keine normale Schallplatte? Was bist du? Sieht aus wie eine kaputte Schallplatte oder sowas. Schallplatte C4. Das muss ich mir gleich mal anhören, was das sein soll. Oder das müssen wir uns anhören, was das sein soll. Denn die sieht nach der speziellen aus. Die ist nur einmal, also hier, die, nicht eine Quatsch. Da gibt es irgendeine Schallplatte, die ziemlich selten ist, die man nur kaputt erhält, so. Wäre cool, wenn das eine gute Musik jetzt abspielt. Na, schweig dich aus. Die Wege sind echt cool, Digga. So. Rekorder ist oben. Hier habe ich verzauberte Schuhe bekommen. Haltbarkeit und Federfall, das ist doch cool. So, na dann. Moment, ich mach mal ganz kurz unsere Musik aus. So. Ist das, Alter? Ein Schokoladenzeug. Ja, ich habe es extra mal so ein bisschen ruhig gemacht, um das zu... Euer Ernst? Hier ist Zeug ohne Ende drin. Euer Ernst? Wirklich? Ja? Ist das euer Ernst? Das ist euer Ernst? Ja, ja, ja. Wieso habe ich so viel Diamantzeug auf einmal? Brain. Einige von euch greifen sich bestimmt gerade an den Kopf. Das Ende. Das hat ja aber wirklich wie das Ende angehört. Wer hätte gedacht, dass sowas auf einer Schallplatte drauf ist. Gut, das ist bestimmt Texture-Pack Ressource-Pack abhängig. Oh, es war eine... Oh. Ich suche gerade mal so Neues raus. Das ist neu. So. Gehen wir wieder nach unten. Hallo, Einbaum. Hallo. Hier habe ich das natürlich noch nicht alles gemacht mit den
So, so entsteht dann so ein Eingang. Ganz einfach und simpel. So. Dann platziere ich natürlich hier nochmal einen und... Da haben wir schon seinen ersten Baum und der ist ganz schön groß geworden im Vergleich zu denen, die ich sonst hatte. Aber nicht schlimm. Ich hätte nur gerne einen dieser Dinger hier. Gegen einen von hier ausgetauscht. So. Und dann platzieren wir doch gleich mal. Jetzt haben wir aus Akazienholz gemacht. Natürlich mit dem Akazienholz gleich mal einen Stand anfangen. So, würde ich den ersten Stand gerne hier so reinbauen. So, wie sahen die aus? Die waren so. Ja, genau. Dann bauen wir einfach mal so eine Anzahl an Ständen überall rein so und gucken mal, wo die hinpassen. Also 6 Stück würde ich mindestens gerne haben. Hier kann man ja eventuell, wenn der Baum so klein ist... Zur Not kann man ja auch so ein bisschen in den Baum reinbauen, das ist ja auch kein Problem. Dann würde ich das vielleicht... Moment... Einen nach hier verschieben noch. Hätte man hier gleich 2 Stände und der Baum musst du dann hier ein bisschen weichen so an der Stelle. Das ist aber auch kein Problem. So, auch hier kommt noch einer hin und da der Baum jetzt hier so groß ist im Vergleich zum letzten Baum, den ich hatte, passt ja auch locker einer hin. Wunderschön, da haben wir, guck mal hier, haben wir 4 Stände hier auf dem kleinen Territorium. Genau so möchte ich sagen, so werde ich mich an euch laben, denn ich bin ein Vampir. Ich bin ein Vampir-Tier. Keine Ahnung, warum ich das singe. Fragt doch jemand anderen, der kann euch bewandern. Euch besser sagen. Euch auch noch plagen. Lal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 
sehen natürlich nicht so üppig aus, dass man jetzt sagen könnte, oh ja, ich lasse das Grünzeug weg, das sieht auch so gut aus. Deswegen habe ich da lieber noch ein bisschen Gras drunter. So, seht ihr das? Und schon sieht es ja halbwegs cool aus. Jetzt muss man natürlich noch weiter basteln hier und dazu müsste ich mal ganz kurz ins Lager gehen. Passt aber, da ich eh gerade schlafen würde gern. Es wird nämlich gerade Nacht. Guck mal hier. Oh. Wer mag keine Schweinchen, die Liebe verspüren? Das klingt sehr falsch. Gute Nacht. Ah, so. Ego, du bist latent im Weg. So, dann begebe ich mich mal hier hoch. Auf dem Weg natürlich bleiben, auf dem Weg bleiben. Immer auf den Wegen bleiben. Oh, ich habe offen gelassen hier. Hallo? Hallo? Das brauche ich jetzt. Lol. Holzzeug war hier oder hier? Hier. Ah, siehst du mal. Auch die Schilder, die wir brauchen. Wir brauchen auch das da. Ansonsten können wir auch gut gebrauchen. Das, das. Oh, Fallschirm. Siehst du, Fallschirm kann man auch brauchen. Was haben wir hier noch? Und hier noch. Ah, siehst du mal, die können wir auch gebrauchen. Was könnte ich denn nicht gebrauchen? Ich glaube, ich habe erstmal die roten Blumen weg. Moment. So, da habe ich mich gerade in der Schnur verfangen. Und hier... Ja, gut. Glas ist auch nicht so das Wichtige. Bewege ich mich mal nach unten wieder. Und dann tun wir hinten gleich mal alles abfarmen. Ne, Moment. Erst tue ich mir hier wieder eine Kiste hinstellen. Und da fliegt jetzt erstmal der ganze Mist hier rein, den ich gar nicht brauche. Also alles. Ja. Und wieder eine Grümpelkiste. Es wird immer schlimmer hier. So. Vielleicht, wenn ihr wollt, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich das mal offline einsortiere. Dann würde ich mal die ganzen Kisten, die ich besitze, alle mal komplett umsortieren. Und neu sortieren und was weiß ich. Und dann würde ich alles ins Lager bringen, was wir haben. Und dann müsste ich das nicht im Display zeigen. Also wenn ihr möchtet, dass ich das umsortiere, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, genau unter dieses Video. Oder unter die letzten Videos, was weiß ich. Ich schreibe mir zum Beispiel so ein Video, aber okay. Ach doch, wie ihr wollt. So, hier kommen. Passetzinge brauche ich wieder. Passetzinge, Setzlinge, Setzlinge. Setzlinge, Simia. Oh ja, hier ist Setzlinge. Und ein Apfel. Sehr nice. Auch hier ist noch einer. Und auch hier habe ich gerade einen drauf schwirren sehen. Nicht? Ich dachte, hier war gerade einer. Dann halt nicht. So, wäre klasse, wenn der Rest auch alleine die kehren würde und ich alles machen müsste hier. Aber den Gefallen tun die Blätter mir nicht. Und dann pflanze ich mal gleich neue Bäume an. Na, komm her. So, damit es hier nicht an unsere Bäume anschließt. So, jetzt haben wir nämlich hier das Ding. Und zwar kommen jetzt hinten zwei rein.
und vorne kommt Dreier rein. Das ist der grobe Aufbau und dann kommt da einfach ein Wolledach drüber. So ist der normale Aufbau. Jetzt die Frage, ob wir natürlich noch Türen reinmachen wollen jetzt in die Dinger. Also da wir momentan ja eh nichts da drinne haben, würde ich keine Türen reinmachen. Später könnte man, wenn man einen Villager drin hat, dann braucht man so, nee. Wir könnten echt Villager reinhauen. Ja, natürlich endgeil, wenn wir hier Villager drin hätten. Die Frage ist natürlich, ob, da müssten wir die wirklich irgendwie beschützen hier. Da müssten wir den Marktplatz Zombie sicher abriegeln. Das ist so ein bisschen das Problem. Zombie sicher arbeiten. Ob es denn gut aussieht, noch ist die Frage. Ein eingezäunter Marktplatz muss ja jetzt auch nicht sein. Andererseits, wenn Villager jetzt drin haben, zu haben, wäre mir den eingezäunten Marktplatz natürlich wert.